da seid. Zum letzten Video heute mit der Christine, und zwar geht es um Blumen im Winter. Ja, der Winter ist schneereich und kalt. Gibt es da überhaupt Blumen? Mhm. Ja, auch sehr schön. Ist auch im Kommen. Winterhochzeiten ganz. Oh, ich liebe Winterhochzeiten voll. Super. Ja. Ich hatte jetzt ein paar und es so. Ja. Eben Schnee in den Bergen. Genau. Ja, ja. Also, Winterhochzeiten sind echt auch super. Ja, auch ganz mein Ding. Es gibt gerade auch diese Schneefarben, einfach diese Eisfarben gibt es auch bei den Blumen. Ja, es gibt, klar, mit Eukalyptus kann man immer arbeiten. Dann gibt es Skimia, kann man schön arbeiten. Sukkulente kann man schön mit reinmachen. Ja. Rosen spielen das eher eine größere Rolle, weil es das einfach auch im Winter gibt. Mhm. Genau. Dann Silberblatt oder die Schneebeere. Ja. So Brunia, Fruchtstand. Es gibt so schöne Sachen, ja. Ja. Voll schön, ja. Also ich bin auch Winterhochzeitsfan. Ja. Ich meine, man kann nicht unbedingt immer draußen heiraten im Sommer. Selbst da regnet es manchmal, und ich meine, jetzt letzten August, es war so verregnet und so kalt, ich weiß nicht, wer draußen geheiratet hat, ne? Aber dann hattest du aber Glück. Ne? Ja, bei mir hat es auch geregnet. Was siehst du? Der September und Anfang Oktober war Hammer vom Wetter. Ja. Temperatur war angenehm, es war sonnig, also ich bin Herbst-Hochzeitsfan, und wer nicht unbedingt im Garten draußen heiraten möchte, drinnen, und vor allem Juli, ja, dann hast du vielleicht 35 Grad. Nicht gut für die Blumen. Und auch nicht unbedingt fürs Make-up, und nee. Man schwitzt sich zu Tode in so einem Riesenkleid. Nur meine Meinung, ja, und der Wettergarant ist es auch nicht. Nee. So Januar oder Dezember, ich hatte jetzt wirklich eine kurze nach Weihnachten, Allotment, super schön. Mhm. Ja. Ja, hatte ich auch. Okay. Ja. Naja. Sehr schön. Also ihr seht, Winter ist auch toll. Ja, super schön. Ja. Mhm. Ja. Wer heiratet im Winter? Schreibt uns mal. Mhm. Wir sind gespannt. Zeigt uns die Blumensträuße. Ich bin auch gespannt. Also dann, ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war informativ. Ein Bild mit den einzelnen Blumen, die im Winter zu bekommen sind, habe ich euch natürlich auch erstellt. Auf der Website findet ihr es oder unter dem Video. Und ja, dann viel Spaß beim Hochzeitsplanen. Tschüss. Tell me, girl, I know a place where the green grass grows in sunny embrace, and we can get away.